So farbig sieht es eher selten in der Mädchensekt zu Gossau aus. Die Mädchen haben heute nämlich eine spezielle Aufräumaktion gehabt. Sie haben das halbe Schulhaus aufgeräumt und am Schluss sind sie sogar noch selber nach Farbe aufgeräumt worden. Von Violett über Grün bis zu Pink, die Sekt-Mädchen sind kunterbunt angelegt. Sie so einzukleiden, das war die Idee des Komikers und Künstlers Ursus Wernli. Er hat dann die Mädchen nach Farben sortiert und sozusagen in Ordnung gebracht. Ich finde, sie haben sich super angestellt. Vor allem haben sie sich wahnsinnig schön farbig angelegt. Ich glaube, so kommen die sonst nicht in die Schule. Und das war natürlich dann eine Freude gewesen, die nach Farbe zu sortieren. Die eigentliche Idee des Aufräumen kommt von der Stadt Gossau. Schon seit einigen Jahren sind sie in einem Projekt «Gossau räumt auf». Es soll die Leute auf das Littering in der Stadt sensibilisieren. Und in diese Richtung geht die bunte Aktion. Es soll einen anderen Zugang geben zum Aufräumen. Nicht das Aufräumen, wie wir sagen, tu dein Zimmer aufräumen, so habe ich heute Morgen gestartet mit den Schülerinnen, sondern es soll ein Zugang sein durch Kunst, über Kunst, ein bisschen mit Augenzwinkern, einfach eine andere Art von Aufräumen, wo vielleicht Bilder gibt, wo andere Bilder gibt, wo positive Bilder gibt. Der Ursus Wernli war gerade der perfekte Mann für so eine Aktion. Er hat nämlich mal angefangen, moderne Kunstbilder zu sortieren und ist so weit gekommen, dass er sogar Menschen zu aufräumen versucht. Ahnung ist aber trotzdem noch nicht alles. Manchmal gibt es chaotische Zustände oder wieder geordnete. Und das Hin und Her pendeln, das gefällt mir eigentlich. Das habe ich immer schon faszinierend gefunden. Und mir fällt auch auf, je länger dass ich am Zeug aufräumen bin, desto mehr brauche ich nachher wieder das Chaos. Also ich merke, es ist beides wichtig.